Wie schaffe ich es, den Würfel dort reinzubringen, damit er hier nach drüben macht? Und dann kann ich den ja ohne Probleme wieder nach drüben feuern und das wäre es dann alles mit gewesen. Kriege ich den dort rein? Nee. Also, ich habe gerade eindeutig einen Denkfehler. Ich komme gerade echt nicht dahinter, wie ich das machen könnte. Ich meine, vielleicht ist dieser Ansatz richtig, aber auf der anderen Seite mehr als offensichtlich und eindeutig falsch, weil so eine riesige Distanz kannst du ja damit gar nicht überbrücken. Also kann ich das eigentlich auch wieder ausschließen. Irgendwie, nee, ich schaff's ja auch nicht, dafür reicht der jeweilige Winkel auch nicht dafür. Was seht ihr, das String ist jetzt schon seit 2 Stunden und knapp 5 Minuten. Ha. Eigentlich war mein Ziel, dass ich schon vor einer halben Stunde schon fertig sein wollte. Fällt mir bei dem jetzt mit auf. Kann ich dort oben damit irgendwas triggern? Nee, kann ich nicht. Das ist ja nur seine Laufschiene. Hätte mich stark gewundert. Und ich bezweifle auch, dass es da oben etwas hätte geben können. Nee. Never ever. Betreiben wir mal ein bisschen Reverse Resolving. Stellen wir uns also mal vor, wir hätten jetzt das Rätsel schon längst mitgelöst. Das bedeutet, ein Würfel kommt dann hinten damit dort raus. Das bedeutet, dieser Button ist nicht gedrückt. Sei das jetzt von mir oder dem jetzt von dem Würfel da. Der zweite Würfel, ich gehe jetzt mal davon aus, der zweite Würfel wäre es hier drin. Zack, rüber, fertig, du könntest mit rüber und ole ole. Um quasi das mit zu realisieren, muss ja dann dementsprechend der Würfel erstmal irgendwie dann hier im Traktorstall mit drin sein. Also müsste der dann erstmal reingezogen werden und das geht ja dann nur in dem Fall, wenn der Würfel erstmal mit drüben wäre. Nehmen wir mal den Würfel. Schaffe ich es mit dem Würfel, den irgendwie so reinzubringen, dass er dann da landet? Na, eigentlich auch nicht. Die Distanz ist viel zu weit.
dass man das mitbringen kann. Wenn ich den zweiten Würfel jetzt hier mit hätte, würde das ja wunderbar mit funktionieren. Aber, na gut, dann könnte ich das auch mit dem zweiten Würfel machen, den dort rein, zack, rüber, ole, ole, und fertig. Das heißt, diese Würfel muss dann erstmal hier im Traktorstall mit drin sein und den kriegst du ja nur rein, wenn er ja dann da ist. Also musst du dann dementsprechend erstmal beide Würfel hier drin haben. Sonst läuft das ja nicht. Oder wenn es sein muss, dass du das dann eben auch nur mit einem Würfel hinkriegen kannst. Okay. Nur dann müsstest du es ja schaffen, diesen einen einzigen Würfel irgendwie hier reinzubekommen. Ist hier überall Todeswissler? Genauso wie auf der anderen Seite. Wie kriege ich es denn nun fertig, dass ich den Würfel denn dort nach drüben bekomme? Also ich mag sehr stark bezweifeln, dass das funktioniert. Aber wenn ich den grabbe und im Sprung irgendwie, nee, den kannst du vergessen. Im Sprung den dann irgendwie werfe, so loslasse, dass er dann zum einen die Distanz überbrückt und dass er natürlich dann noch so in einen günstigen Winkel dann fliegt, dass er dann noch irgendwo hier mit landet. Also das wäre purer Zufall. Und ich mag extremst bezweifeln, dass das genauso gemacht werden soll. Selbst wenn es möglich wäre. Das muss anders gemacht werden. Das dient lediglich nur zur Demonstration, um zu zeigen, nein, so wird es nicht gemacht. Eigentlich der Fistel überhaupt beansprucht? So nicht. So auch nicht. Na gut, also der Fistel ist generell die steuerbar. Also ich glaube, ich werde jetzt fairerweise Folgendes machen. Entweder kriege ich das jetzt in den nächsten 5 Minuten noch mit gelöst, weil langsam geht das Stream für mich auch ein bisschen sehr lange. Dann muss ich halt eben doch, wenn es sein muss, halt eben noch einen dritten Stream machen, nur für die beiden letzten Maps. Es sei denn, es kommt da noch keine Ahnung, wie viele anderen. Tja gut, ich glaube, ich muss es dann jetzt so machen. Also ich probiere jetzt noch ein paar Minuten, aber wenn ich jetzt wirklich keine Lösung dazu finden kann, dann werde ich mir das mal durch den Kopf durchgehen lassen und das dann beim nächsten Mal nochmal probieren. Ich komme gerade echt nicht dahinter.
Und das schaffst du ja auch rechtzeitig gesehen nicht, dass du einen Würfel irgendwie so hinsteuerst und dann fliegt er dort rein und selbst wenn, nein. Ich habe jetzt schon vieles in Gedanken mir zusammengereimt, wie man das machen könnte, aber ich stoße immer wieder auf den Widerstand. Der Strahl, der wird sich ja nur ziehen verändern, wenn der Button gedrückt ist, aber dann ist das Feld dort immer deaktiviert, also das, die Portalfläche. Also wirst du es auch niemals schaffen, den irgendwie so da reinzubringen, also kannst du knicken. Anders kriegst du den ja dann dementsprechend auch nicht mehr drüber. Dafür sind die Flächen hier viel zu hoch, als dass es dir gelingen könnte. Also ich denke mal, jetzt wäre die letzte Minute. Fairerweise jetzt für diesen Stream mit angesagt. Eigentlich wollte ich ja eben das etwas anders mitgestalten, aber ich glaube, ich habe wohl keine andere Wahl. Als mal gleich mit zu sagen, dass ich mal den Stream jetzt nicht nur beenden muss, sondern dann dementsprechend auch diese zwei Covern dann mir noch aufsparen muss. Tja, na gut, dann bleibt einfach nichts anderes übrig. Ich habe jetzt, wie lange sitze ich jetzt in dieser Map? Bestimmt schon 20 Minuten. Safe. Also ich kann jetzt nur Folgendes machen. Ich lasse mir das mal über die Nacht hinweg mir mal durchgehen. Durch den Kopf gehen. Und dann setze ich mal später nochmal an. Erstmal vielen Dank für die Interaktion. Vielen Dank für den Stream. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr natürlich noch so weitere Ideen habt für zum Beispiel Portal. Immer noch Portal oder auch andere Logikspiele, Singleplayer Koop. Lass es mich mal wissen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao.